Bereits zum zweiten Mal ist es dem ASK Korkisch Roten Turm gelungen, ein Trainingscamp mit Trainern von Real Madrid zu organisieren. Teilnehmen konnten Jungen und Mädchen im Alter von 7 bis 16 Jahren. Geboten wurden 2 Trainingseinheiten pro Tag, eine Spielanalyse mit persönlicher Scorecard, ein Real Madrid Klinik Trikotset, Trinkflasche und Sportbeutel und ein Trainingsball von Adidas. Die Verpflegung kam wie im Vorjahr vom Stadtwirt Oberwart und wurde auch heuer im Vorhinein von den Trainern festgelegt. Der Preis von 279 Euro für die ganze Woche mit Trainern, die von Real Madrid ausgebildet wurden und die neuesten Trainingsmethoden anwenden, ist im Vergleich zu anderen Trainingscamps äußerst günstig. Okay, jetzt werden wir wahrscheinlich... Alle 30 Sekunden ändern sich die Farben. Oh mein Gott. Leuchtet jeder? I'm rot. Also die Farben wechseln circa alle 30 Sekunden. Und das ist eben dafür gedacht, dass die Spieler den Kopf hochnehmen, damit sie zum einen sehen, zu wem sie spielen müssen, aber auch, um selber zu wissen, ob ich selber noch überhaupt bei ihm im Team bin. Oder eventuell schon in einem Team bin. Und einfach so praktisch den Gedanken des Umschaltspiels festzuhalten. Und hier hat man jetzt gesehen, zum Beispiel, er hat gerade gewechselt und spielt aber zum Grünen. Obwohl er rot ist, weil er davor noch im gleichen Team war, aber das nicht mitbekommen hat. Deswegen werden wir da eben sehen, dass die Spieler den Kopf hochnehmen. Und so wie man hier jetzt gesehen hat, eben in dem Fall ein Eigentor gemacht hat, weil er nicht aufgepasst hat, dass er sich das Team gewechselt hat. Also diese GPS-Tracker nehmen eben verschiedene Daten auf, wie zum Beispiel, wie viele Meter die Kinder laufen. Anhand von den GPS-Daten, die praktisch an den Satelliten gesendet werden. Aber auch durch den Sprint am Anfang, über die 30 Meter, wird die Höchstgeschwindigkeit des Kindes ermessen, wie schnell das Kind läuft. Und somit können wir dann am Ende der Woche, spuckt unser System verschiedene Werte aus anhand der Daten, die erfasst wurden, und so können wir die Kinder dann auf der Scorecard, die sie am Ende der Woche bekommen, mit einem bestimmten Wert bewerten. Dann tu die Flasche aber weg, Lukas. Sofort los. So, Max, du warst schon auf sehr vielen Camps. Heute bist du Campleiter diese Woche. Wie gefällt es dir hier in Roten Turm? Ja, es ist wie immer sehr schön.
Vor allem bei so einer schönen Anlage und mit so einem schönen Partnerverein macht es natürlich immer sehr viel Spaß. Die Kinder hier sind sehr angenehm, sei es beim Mittagessen oder während den Trainingseinheiten. Und so macht die Woche über einfach Spaß. Sehr schön. Was hast du ihnen beigebracht diese Woche? Was können sie so lernen? Ja, wir in unserer Fußballschule achten vor allem auf bestimmte Werte, wie zum Beispiel Respekt, Fair Play, aber auch Disziplin. Und unsere Hauptaufgabe, unser Hauptaugenmerk liegt eigentlich darauf, dass wir eben den Kindern genau diese Werte vermitteln wollen. Und ich hoffe, dass wir, also ich und mein Team, das diese Woche gut geschafft haben. Jetzt? So, Melanie, du bist ja als Frau hier auch als Trainerin tätig bei diesem Camp. Wie kommst du eigentlich dazu, dass man sich als Mädchen dafür interessiert? Ja, ich war immer schon fußballbegeistert. Letztes Jahr habe ich das als Praktikum gemacht und mir hat es richtig viel Spaß gemacht, den ganzen Sommer über mit den Kindern trainieren zu können und bin jetzt weiterhin dabei. Es sind ja auch einige Mädchen hier beim Camp dabei. Wie schlagen sich die Mädchen unter den Burschen? Ja, super. Also oft trauen sie sich noch nicht so recht, aber dann von Tag zu Tag eigentlich merkt man schon, dass sie gut mithalten können mit den Jungs. Du bist ja in einer typischen Männerdomäne tätig hier. Wie muss man sich da als Frau schlagen? Was muss man da besonders beachten? Boah, keine Ahnung. Ich bin immer gut aufgehoben bei den Burschen und Trainern. Von dem her passt das eigentlich immer recht gut. Gibt es keine speziellen Tricks oder keine Ahnung, nix. Also Gerhard, das Real Madrid Camp wird ja jetzt zum zweiten Mal in Folge ausgetragen. Wie war es mit der Organisation? Wie läuft das so ab? Ja, also im letzten Jahr sind wir aktiv auf Real Madrid zugegangen und es war gleich sehr gute Partnerschaft. Die Kollegen von Real Madrid haben gesagt, es ist sehr interessant, hier in der Gegend mal Camp zu veranstalten, weil hier im Südburgenland waren es eigentlich noch nie. Und es hat nicht lange gedauert und da konnte man das Camp dann relativ kurzfristig fixieren. Und aufgrund des großen Erfolgs im Vorjahr haben wir das für heuer gleich noch einmal geplant gehabt. Okay. Und wie zufrieden bist du mit dem ganzen Ablauf hier mit der Fußballschule? Also mit dem Ablauf sind wir sehr zufrieden. Die Kids sind sehr, sehr diszipliniert und auch das Training von den Trainern der Real Madrid Akademie ist perfekt abgestimmt. Es werden neben den fußballerischen Werten auch einige soziale Werte vermittelt, wie Respekt, Teamgeist, Fairplay. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch in der Bildung der Kinder, dass nicht nur auf die fußballerischen Aktivitäten geschaut wird, sondern dass auch da nebenbei noch einige Werte mitgegeben werden.